Ja, liebe Motorsport-Magazin.com-Leser, es geschehen noch Wunder. Hier in Austin hat es jetzt mehr oder weniger aufgehört zu regnen. Die ein oder anderen Tropfen kommen noch runter, aber es sind nur noch ganz wenige. Hinter uns findet jetzt auch schon das Qualifying statt auf dem Highway. Nein, soweit ist es natürlich noch nicht, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Morgen soll dann zwar wieder ein bisschen was runterkommen, aber im Moment sind wir zuversichtlich, dass das Qualifying durchgeführt werden kann. Es war natürlich absoluter Chaos-Tag. Vor allem die Zuschauer, für die war es ganz, ganz bitter, wurden erst von der Strecke ausgesperrt, mussten dann hören von draußen, wie die Formel 1 das dritte freie Training noch fährt. So laut sind die Motoren dann doch, dass man sie noch rüber hört. Dann durften sie endlich rein, wurden von der Stadt hingekarrt an die Strecke. Und dann, was passiert? Nichts. Die Session wurde immer wieder verschoben, 30 Minuten, 30 Minuten, 30 Minuten. Am Ende ist natürlich keiner gefahren, was absehbar war eigentlich bei diesen Regenschauern. Ganz, ganz bitter für die Zuschauer, aber man muss sagen, die Formel 1 hat sich dann in dieser Situation von ihrer besten Seite gezeigt. In der Boxengasse war nämlich trotz des Wetters, trotz keines Fahrbetriebs, beste Stimmung. Und das, finde ich, war wirklich schön anzuschauen. Also vor allem das Toro Rosso, das Junior-Team, respektive heute war es eigentlich ein Senior-Team mit Jos Verstappen und Carlos Sainz Senior, wie die auf einmal in den Overalls angekommen sind, in voller Rennmontur, sich in die Autos gesetzt haben, als wären sie die Fahrer, wie es bei Force India eine Breakdance-Einlage gab. Bei Sauber wurde der C0 vorgestellt. Richtig spannend oder richtig schön anzuschauen. Spannend war es natürlich nicht so, aber schön, lustig. Im Media Center gab es großen Applaus, großes Gelächter. So sollte sich die Formel 1 vielleicht öfter mal präsentieren. Nicht immer so bierernst. Diskussionen über Motoren, Lieferanten und so weiter. Das wollen die Fans sehen. Ich hoffe, dass uns jetzt nicht nur Lustiges präsentiert wird, sondern auch auf der Strecke Spannendes. Und damit gebe ich ab an die Rennstrecke.